Herzlich willkommen zu The Unholy War. Genau, wir spielen alle PlayStation-Spiele an. Wir haben hier die Auswahl zwischen Duell und Strategie. Wir gehen erstmal auf Duell rauf. Ich werde dann wahrscheinlich neu laden, ne? Hab zwischengespeichert, damit wir auch den Strategiemodus ausprobieren können. So, folgendes. Wir müssen jetzt hier über Spieler, müssen wir auf dumme KI einstellen. Das ist geil gemacht. So, Technos gegen Arkan. Wir gehen einfach mal auf Akzeptieren. Und dann kannst du dir hier Level auswählen. Du kannst dir jetzt gleich den Spieler auswählen. Soweit habe ich schon mal geguckt. Genau, hier ist das Ganze. Informationen würde so ja aussehen. Ja. Super. Okay. Ja, den wählen wir doch mal. X und... Achso, da wurde aus... Okay. Mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Achso, geht schon los oder was? Okay. Ja, Duellmodus wurde als nicht gut bewertet. Weil das ganz schlecht ausbalanciert ist. Du hast wohl 14 verschiedene Gegnertypen. Weiß gar nicht, ob ich gut bin oder nicht gerade. Das ist so krank. Ich habe da eigentlich einen Fernkampfschaden, dachte ich. Er ist weg. Ich habe gewonnen. Ja, Logo. Ey, Talent ist Talent. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Achso, er hat jetzt automatisch ausgewählt, oder wie? Okay. Aber Viereck war doch eigentlich... Ah, okay. Ja, und wenn du das wohl machst, hat der Gegner, wenn der Nahkämpfer ist, wohl keine Chance. Mal sehen. Ja, und Strategiemodus sind wohl 14 Level. Und, ne, diese Hexagonalfelder, ne? Also wie das bei Risiko zum Beispiel kennst. Sechseckig, ne? Hexascroll ist sechseckig. Strategiespiel halt. Achso, jetzt ist mein Ding ganz alle. Lustig. Ja, Multiplayer macht so Spaß und hier so Singleplayer eher nicht, weil... Also selbst wenn du sehr gut bist, gewinnst du eigentlich nicht gegen Fernkämpfer. Als Nahkämpfer. So, hier gucken wir nochmal rein und dann werde ich mir mal einen Strategie-Modus erwählen. Zufällige Figur. Ah, stimmt, ja, wenn alle 8 tot sind, ist vorbei. Oh, okay. Ah, er hatte kaum noch Leben. Ja, Logo. So. Okay. Er versteckt sich. Ja, eigentlich, also vom Spielprinzip ganz lustig. Pass auf. Ich habe keine... Achso, okay, da zeigt er mir auch oben links an, welche Attacken ich nutzen kann. Lustig. Okay. Das ist ein Bumerang, also such dein Ziel, mein Freund. Ihr sagt mal, ich treffe ihn nicht einmal. Wie los? Jetzt. Da kommt er doch. Nein, alles gut jetzt. Beruhige dich. Ja. Aber lustig. Also, hab jetzt bei der Kritik, habe ich wenig erwartet und wird man nicht enttäuscht, ne? So, Viereck und Kreis. Kreis mal benutzen. Ah. Den machen wir noch fertig. Nein, der hat Mist getroffen. So. Wir holen langsam auf. Oh, was ist das hier? An dem, oder was? Ah, ich weiß nicht, wie ich dem... Kann ich das kaputt machen? Und 20 hat er noch. Ich bin voll. Wie auch immer das geklappt hat. Aber cool. Das hat getroffen. So, jetzt kann ich aber eigentlich mal wirklich hingehen. Okay. Warum fliegt der denn auch weg von mir? Der stellt sich ja nicht mal im Kampf. Jo, ist okay. Fliegt doch aus der Karte raus. Das aber, der rennt ja nur weg. Ist zwar einmal noch nicht. Das ist, glaube ich, Kreis, oder? Ah, okay. Einmal noch treffen.
Komm, dann triff ihn doch. Ey, das ist doch ein Rausziehen hier. So sinnlos. Ey, sag mal, krieg ich den jetzt noch? Ich will ihn ein verdammtes Mal treffen. Hm? Was ist denn dein Problem? Der rennt halt auch nur von mir weg. Der macht nichts anderes. Okay, KI, ja, dumme KI, das trifft's ganz gut. Ach komm, das macht doch keinen Spaß. Okay, ich bleib jetzt stehen. Okay. So, nur mal gucken, wie das nächste Level vom Design aussieht, aber ich werde jetzt neu lernen und wir gehen auf Strategie. Mhm. Firewitch. Lustig. Aber lustig auch, dass es kein 3-2-1 ist, ne, sondern geht direkt rein. So, Strategie. 14 Level. Ne, warte mal, 12 Level und 14 Kämpfer. So, glaube ich. 14 Kämpfer auf jeden Fall. So, Krieg, Spieler, normale KI. Und da kannst du dann hier nochmal umändern. Brutale KI, Spieler 1. Oh, okay. Hä, was? Dumme KI 1. Ja, da sehe ich mich. Krieg? Katasee. Achso, das könnte ich jetzt wechseln. Ja, Mount Altos. Ne, ich würde sagen, wir gehen auf Akzeptieren. Ja, da war die Kritik bei Maniac, dass du nur 3 Aktionen wohl hast, ne? Und dann musst du wahrscheinlich warten, bis die ausgeführt sind. Bin der Beobachter, ich wache über den Planeten Sara und bin Zeuge des Krieges, der seine Völker seit 500 Jahren heimsucht. Der Konflikt der die auf Sara ansässigen Arkans mit den außerirdischen Invasoren der Technos konfrontiert, scheint ein endloser, unheiliger Krieg zu sein. Ist das so? Ist das so? Die Technos sind eine Gruppe von Kyber. Ja, okay, ist okay. Zum Anspielen ist das gerade ein bisschen zu viel Info. Aha. Tiefenscanner zeigen keine auch vorkommen in diesem Gebiet. Mangels auch sind weder Basen noch Spezialkräfte der Kämpfer einsetzbar. Missionsziel: Einheimische auslöschen und in das nächste Gebiet mit AUR-Reserven vorstoßen. Taktische Analyse zeigt erhöhte Erfolgs- und Überlebenschancen, wenn wir unsere Kämpfer entsprechend den Schwächen der gegnerischen Krieger einsetzen. Das ergibt irgendwo Sinn. Spieler 1 Technos zieht zuerst. Okay. So. Denk mal, wir müssen uns rumbewegen. Links ist da irgend so ein fancy Ding. 3 Felder kann ich anscheinend. 1, 2, 3 oder was? Achso, genau. Und gewisse Kämpfer können dann auf Lava sehr gut. Kann ich hier hin bewegen? Klimawandel? Ne, Klingwand. Achso, okay. Ich kann mit ihm quasi. Ah, okay. Anfangen. Aber weiter geht jetzt nicht. Okay. Aber. Ah, okay. Fertig. Sie versuchen gerade einen feindlichen Kämpfer auszuwählen. Upsi. So, ich weiß auch nicht. Hilfe. Achso, hier ist das auch so. Okay. Ja gut, werden wir jetzt nicht alles durchlesen. Geht ja eher mal um das Spielprinzip zu verstehen. So, 2 kann ich anscheinend noch bewegen. Dann würde ich ihn hier bewegen, dorthin. Und kann ich dann Viereck oder irgendwas drücken? Ja gut, das war jetzt Hilfe. Tut mir leid. Fertig. So, und Dentchen. Ich weiß ja nicht, was für eine Art von Kämpfer du bist, deswegen würde ich dich mal hier hinsetzen. Achso, und jetzt sind die dann. Okay. Ja, und das ist also mit dem Dreier-Movement gemeint, ne? 3 Aktionen und dann ist der Gegner dran. Ja, gut, weiß nicht, ob man das so. Müsste sich zeigen, aber ich weiß nicht, ob das so schlimm ist. So, Kamikaze. Wenn ich jetzt hier hingehe. Einfach mal ausprobieren, so warten wir mit ihm. Oder ich setze die hier erstmal nach vorne. Achso, dann sind wir beide auf demselben. Achso, nee, da steht schon einer. Kann ich denn hier auf. Ah, guck mal, Abbruch. Dann würde ich mit ihm. Sie können nicht auf ein besetztes Feld. So, und angreifen.
Sag nicht, jetzt hast du einen richtigen Kampf. Cool. Das ist doch mal mega gemacht. Cool. Also, mir gefällt das Spiel. Okay. Was war das? Also, warte mal, mit dem könnte ich jetzt weiter, oder was? Schon mal. Kämpfer wurde bereits benutzt. Ah, okay. Er ist so ein bisschen ausloten gerade. Gucke ich mal mit dem hier. Ja, könnte sein, dass das ein Lava-Kämpfer ist. Ich gehe mal auf Abbruch und würde diesen mal hier hinsetzen. So, der ist dran. Was macht er? Er geht von Lava auf Lava. Vielleicht ist das kein Lava-Kämpfer. Ah, okay. Ja, was ist, wenn ich mit denen jetzt einfach. Also, ich könnte auch einfach angreifen. Was sind wir denn? Hilfe. Was? Stark gegen Bronto. Schwach gegen. Okay. Kamikaze verursacht auf alle. Giftmüllhalde ist die Heimat. So, was ist das hier? Wasserloch? Vulkan. Würde den erstmal wieder hier hinsetzen. Weil, wie weiter? Ja, mach erstmal mit dem weiter. Ich positioniere dich mal weiter vorne. Und würde dann jetzt tatsächlich. Warte mal, weißt du, was wir machen? Wurde bereits bewegt, okay. Überlege. Genau. Aber das ist aber cool, ne? Kannst durchlaufen. Mal sehen, was wir machen. Okay, gehen da. Aber fliehen die jetzt oder was? Jetzt fliehen die oder wie? Okay, wir gehen einfach mal drauf. Gehen wir erstmal. Komm, wir gehen erstmal mit dem drauf. Ich glaube, hier so ist besser. So hier. Ja, gut, angreifen. Aber ich finde es ganz cool vom Spielprinzip. Oh, okay. Oh, ich hänge, ich hänge, ich hänge. Warum hänge ich? Nein! Wie schnell das gehen kann. Okay. Tja, den haben wir verloren. Ist aber durch auch genau das, weil er sich wohlfühlt. Naja, gut, der ist jetzt weg. Ungünstig. Werde ich mal mit vorgehen. Könnt ihr in eine Base von mir reingehen? Nicht, dass ich das da irgendwie vergessen habe. Muss ich mal schauen. Aber ganz gut, wenn die hier nicht sind. Ach so, hier ist noch einer von mir. Mit dem würde ich dann mal wegrennen. Mit dem würde ich zurückrennen. Ja, gefällt mir. Und ich sag einfach mal weiter. Ja. Mal sehen, was die machen. Nicht, dass sie ja zurückgehen. Okay, dann nehme ich mal den. Pack den Hirn. Nehme den. Pack den Hirn. Nehme den. Pack den Hirn. Mal sehen, was hier passiert. Nicht, dass sie jetzt so umherschleichen. Okay. Finde ich irgendwie ganz gut, wenn der angreift. Okay. Das heißt, hier könnte ich jetzt eigentlich angreifen, oder nicht? Hirn. Aha. So, der ist fast tot. Okay. Okay.
keinen Schaden bekommen. Geil. Cooles Spiel. 14 Level vielleicht ein bisschen wenig. Aber also mir macht Spaß. Ich finde das Spielkonzept Hammer. Okay, der ist weg. Jetzt muss wieder aufpassen. Ja, jetzt wird er nämlich genau dorthin gehen. Das heißt, ich setze mich mit dem hier. Vielleicht kann ich ihn da so ein bisschen mit ablenken. Ist halt aufpassen. Ah, ich setze ihn mal hier hin. Ja. Aber er könnte zurückgehen und dort angreifen. Ah, okay, okay. Glück gehabt. So, ab geht's. Ich weiß aber halt nicht, was ich für ein Kämpfer habe, ne? Das ist halt so ein bisschen das Thema wieder. Oh, okay, das war... das? Okay. Der hat noch 80. Wahrscheinlich der Beste von denen. Nein. Hätte ich mal mehr mit Dreieck gearbeitet, ne? Das Teleportieren. Schwierig, ey. Ja, wir müssen den. Ich werde gucken, dass ich alle hier irgendwie positioniere. Müsste halt mehr mit den Untergründen arbeiten. War ein bisschen schwierig. So, und ihn setze ich dann auch hier hin. So, das heißt, er müsste ja. Ja, okay. Ich glaube nicht, dass das seine Richtung ist. Könnte sein, dass wir ganz gut stehen. Ja, mit ihm könnt ihr schon angreifen. Ihr müsst halt gucken, vielleicht wäre das hier besser. Mystische Schlucht. Aber gut. Mal sehen. Ich kenne halt die Attacken nicht. Oh, das ist ein Nahkämpfer. Das ist aber ein richtig blöder Charakter, den ich hier habe. Der hat immer noch 50 Leben. Ah, zwei Runden noch, ne? Dann ist entschieden. Ah, gut, ich habe halt noch das große Ding. Ich frage mich, ob die irgendwie Leben holen können. Ah, okay, okay, jetzt greife ich einen Großen an. Ich dachte, weil beide jetzt auf ihn Zugriff hätten, hätte das irgendwie Vorteile, aber anscheinend nicht. Okay, 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 aufpassen. Hab einfach alles gedrückt, der ist tot. Sehr cool. Sehr cool. Ja, also vom Spielprinzip auf jeden Fall top. Langzeitmotivation, das kannst halt nicht, Sieg für Technos, kannst halt nicht bewerten innerhalb von 20 Minuten. Ja, aber ich würde sagen, wir haben es angespielt. Wenn es euch gefallen hat, super gerne Daumen nach oben, schreibt gerne einen Kommentar, das hilft immer. Und wir sehen uns gerne im nächsten Spiel. Wir spielen alle PlayStation-Spiele an. Bis dahin.